Hallo und herzlich willkommen bei Antelias Ziele Livestream. Wir gerade kurz vor der Promenade von Ziele und wir haben heute auch einen ganz, ganz herrlichen Tag von 27 Grad. Es ist am Abend aber mittlerweile ein bisschen frisch geworden. Man sollte für den Abend eine Strickjacke oder ein Pullover oder ein Jacket oder sowas mitbringen. Ja, und wo ich hier gerade bin, ist auch der beliebteste Strandabschnitt von Ziele. Und wo der beliebteste Strandabschnitt von Ziele ist, heißt auch natürlich, wo es dann auch viele Einheimische gibt, gerade jetzt zum Wochenende oder wo auch die Gendarma ist oder wo auch der Strand immer ganz voll ist. Und ich habe auch beim letzten Video in Cholakle, war ich dort neben dem größten Hotel, den Royal Alhambra, und dort habe ich auch gezeigt, wie wohl sich dort die Hunde fühlen und wie gut denn dort den Hunden geht in der Türkei. Und da wurde ich dort lieber und da wurde ich auch leider von einer ganz, ganz verrückten und geistesgestörten Gruppe, Tötung der Straßentiere oder Tötung der Straßenhunde, Türkei, irgendwie so eine Quatschgruppe, so eine richtig gestörte Geisteskranken, dass sie mich alle dort angemacht haben und dumm angeschrieben haben. Vor allem, es gibt so eine Tina Minusch, Martina Moser mit insgesamt 36 Fake-Profilen bei Facebook und die haben auch alle mich dann dort in ihrer Gruppe angemacht, weil ich angeblich die Verstecke der Hunde zeige und ich zeige, wie es die, und ich, dass die Hundefänger kommen und alles Mögliche. Und genau aus dem Grund bin ich auch heute hier, um hier den Leuten zu zeigen. Schaut mal hier. Sieht man hier vorne, ist gerade ein Hund weggegangen. Schaut mal, da vorne geht ein Hund. Seht ihr das? Hier, wo die Gendarma sich aufhält, wo die meisten Menschen sind. Wie zum Beispiel, hier ist ein riesengroßer Park. Schaut mal, da sind Einheimische. Da vorne geht der eine Hund. Na denn, ich habe es wirklich mittlerweile satt, wie überall geschrieben wird, dass die Hunde gejagt werden in meiner Seite bei den Kommentaren. Schau mal, da ist das Alexia Hotel. Und in dem Bereich ist auch gleich hier die Gendarma. Hier ist ein Taxistand. Schau mal, hier ist ein Taxistand. Hier sind sehr, sehr viele Einheimische. Und hier sieht man auch sehr viele Hunde. An alle, die so bekloppt sind und denken, dass die Hunde hier gejagt werden. Dass die Hunde hier von den Menschen gejagt werden. Schaut mal hier. Im Park unter den Menschen, wie die Hunde hier leben. Seht ihr das? Schaut mal alle. An alle, die denken, dass hier die Hunde gejagt werden. Wie die bekloppte Gruppe von der Tötung der Straßentiere Türkei, die alles von mir jetzt neulich geteilt haben, sodass ich die Hunde zeige, die Verstecke, wo die sich aufhalten. Schaut mal, ich hoffe, dass alle kranken, gestörten und bekloppten jetzt hier auch mitschauen. Ne, dass hier gerade ein Straßenhund ist und dass ich hier auch ein Versteck zeige. Das Versteck ist aber hier gleich neben der Gendarma. Ne, Gendarma ist die Armeepolizei. Das kann ich auch mal zeigen. Wir haben jetzt drei Hunde gesehen. Ne, drei Hunde neben einem Taxistand. Ich habe gerade erst mit dem Video angefangen. Wir sind gerade mal am Anfang des Videos. Und wir haben schon drei Hunde gesehen. Und hier ist gleich das Nerton Hotel. Und genau daneben ist die Gendarme. Schaut mal. Also ich habe jetzt hier das versteckte Hunde aufgezeigt. Sagen wir mal so, wie das einige Bekloppte meinen und behaupten. Schau mal, hier vorne ist der öffentliche Strandabschnitt und da vorne ist die Militärpolizei. Und hier halten sich ganz, ganz viele Katzen und Hunde auf. Aber nee, einige Gestörte, die dort vorm Handy sitzen und Hartz-IV-Empfänger sind und zu Hause sitzen und nichts Besseres zu tun haben, als hier die ganzen Fake-Postes von den Hunden in der Türkei zu verbreiten. Schaut mal, da sind auch Katzen vor den Menschen. Überall sieht man türkische Bürger. Die leben alle auch mit den Hunden und Katzen hier. Also keiner tut denen was. Aber da sind mal teilweise solche unverschämten, frechen Kommentare und da wird auch mein Profil geteilt. Schau mal, hier ist die Gendarme, habt ihr das gesehen? Schau mal hier, hier ist die Polizei und hier laufen Hunde herum. Direkt neben der Gendarme. Ich habe jetzt das Versteck der Hunde gezeigt an alle Vollidioten, die das daran glauben. Denn das wird wirklich mittlerweile zu viel auf der Seite. Wie hier ständig behauptet wird, dass die Hunde hier gejagt werden, abgeschlachtet werden. Schau mal, ich bin hier vor der Polizei und wir sind an drei Hunden vorbeigegangen.
Mal sehen, wie viele Hunde wir hier noch sehen, ne? Also es gibt leider Gestörte mit 36 Profilen hier bei Facebook. Eine Martina Moser hat ganz, ganz viele Fake-Profile und teilt immer jeden Quatsch. Und wir gehen mal runter zum Wasser gleich, da sieht man auch nochmal Menschen. Schaut mal, hier sieht man überall Katzen, Hunde, die hier ganz normal ihr Leben haben. Auch wo viele türkische Bürger sind. Hallo. Ist auch jemand, der mich kennt. Auf jeden Fall geht es da wirklich zu weit mittlerweile und die Kommentare sind wirklich nervig. Und was ich da sagen will, jeder, der jetzt immer dagegen irgendwie was schreibt, macht und tut, der wird direkt von mir blockiert. Ich gehe auf keine Diskussion mehr ein. Wenn jemand noch einmal unter meinen Kommentaren oder irgendwelchen Beiträgen von mir schreibt, die Hunde werden abgeschlachtet, warum zeigst du das Versteck der Hunde oder warum machst du das öffentlich, die werden doch gejagt. Wir haben hier unter so vielen Menschen, sehen wir hier gerade Hunde und Katzen auf der großen Wiese, die hier ganz normal ihr Leben haben, bei den Bankautomaten und das auch noch an der beliebtesten Stelle von Side am öffentlichen Strand. Das Video ist heute, um euch hier zu zeigen, wie friedlich hier die Hunde weiterleben. Schaut mal, das sind alles türkische Bürger neben der Polizei. Und hier liegt in aller Ruhe ein Straßenhund. Schaut mal, den Hund sehe ich sogar in Kumköy. Hier, ich mache gerade das Versteck des Hundes öffentlich. Seht ihr das? An alle, die wahrscheinlich richtig blöd sind und denken, dass hier die Hunde abgeschlachtet werden. Da haben wir wirklich zu viel auf der Seite. Hier, seht ihr, wo ich bin? Seht ihr, wo hier ein Hund ist? Ganz in aller Ruhe, seht ihr das? An alle Geisteskranken von der Gruppe Tötung der Straßentiere Türkei. Das ist die Gruppe der Behinderten, der Gestörten, der Kranken. Seht ihr die Gruppe? Das ist die Gruppe. Mittlerweile viel zu weit und es wird viel zu frech und das wird auch richtig asozial. Seht ihr das? Da vorne ist die Polizei. Habt ihr das gesehen? Da waren wir gerade bei der Polizei und hier haben wir schon den vierten Hund jetzt getroffen. Seht ihr das? Seht ihr das? An alle Gestörten und die Leute abzocken. Schau mal, das sind alles türkische Bürger. Seht ihr das? Seht ihr das hier? Seht ihr das? Das sind alles türkische Bürger hier. Seht ihr das? Alles türkische Bürger. Und der Hund hat keine Angst vor mir. Seht ihr das? Das heißt, es tut ihm keiner was. Ja, mittlerweile wird es wirklich viel zu frech und viel zu asozial, wie die Leute da schreiben, warum versteckst du dich? Ich wurde da richtig mit richtig beleidigenden Mails von mir geschrieben, wegen dem letzten Video in Çorlaklı, dass ich da wirklich keinen Bock mehr auf die ganzen Vollidioten habe, auf die ganzen Asozialen, die zu Hause sitzen in Deutschland und einfach nur die Beiträge hier von Facebook teilen, die sie hier sehen. Schaut mal, hier ist ein Hund, da vorne ist die Polizei, na, und wir haben schon den dritten Hund gesehen und hier sind türkische Bürger. Und der Hund kann hier ganz normal sein Leben führen. Also den Hunden geht es hier gut. Und nicht hier diese ganzen Vollidioten, die hier ständig was teilen. Und die Leute, die nicht wissen, was hier los ist. Und die Leute, die immer diese unnötigen, unhöflichen, unverschämten, frechen Kommentare schreiben. Unter meinen Beiträgen. Ne? An diese asozialen Leuten mit 36 Fake-Profilen, wie diese gestörte Martina Moser, Martina Hi, oder wie die auch alles für Heike Hi, oder was sie alles für Fake-Profile hat. Schaut mal, hier sieht man überall Katzen und Hunde. Und die haben hier ganz normales Leben in den Siedlungen, am Strand. Schaut mal, hier sieht man auch Katzen. Seht ihr das?
Und das Wetter ist auch herrlich, aber zum Abend sollte man schon längere Klamotten mitbringen. Es ist am Abend sehr frisch geworden. Jetzt sind wir hier vor dem Janet Akanthus Hotel. Und es ist ja wirklich ein sehr schöner, malerischer Sonnenuntergang heute gewesen. Siehst du das? Also nur mal nebenbei an alle, die hier denken, die Hunde werden gejagt, die werden geschlachtet, die werden umgebracht, die werden was weiß ich gemacht. Wir haben jetzt 4 Hunde an dieser Stelle gesehen. Und da kommt der nächste Hund. Schaut mal hier auf der Promenade. Und wir sind hier von der Polizei ein paar Meter entfernt. Und diesen Hund kenne ich schon seit 3 Jahren. Der ist auch bei mir vom Laden hin und wieder mal. Seht ihr das? Seht ihr, wie friedlich hier leben? Seht ihr das? An alle, die hier denken, die Hunde werden gejagt und gesucht. Also ich finde da wirklich einige Leute wirklich krank. Einige haben wirklich nichts zu tun. Einige haben kein Niveau. Unter jedem Beitrag wird irgendein Foto gegen Tötung der Tiere in der Türkei gemacht. Ich werde angemacht per Privatmessage von Leuten, die nicht mal Profilbilder haben, die 3 Freunde haben, die Fake-Profile haben, um hier irgendwie so einen Quatsch zu verbreiten. Also irgendwann ist nochmal Schluss. Jedem geht mal die Geduld aus und jetzt muss ich mal hier ein Video machen an der beliebtesten Stelle. Und wir haben jetzt 5 Hunde insgesamt gesehen, hier am Strand von Side. Beim Janet Akanthus Hotel. Also an alle gestörten, kranken, fanatischen Vollidioten, die hier denken, dass hier die Hunde gejagt werden. Ich habe jetzt einige Hunde gezeigt an alle, die mir privat geschrieben haben. Die 36 Personen mit den 36 Profilen, die mir hier drohen, machen und tun. Gerade mir. Diese ganzen Vollidioten, die wissen nicht, was ich für die Tiere alles mache, wie viele Tiere ich habe, wer als erstes für Tiere da ist, wer hier am meisten was für die Tiere macht, wer hier alles von eigener Tasche bezahlt, um den Straßentieren zu helfen. Ich frage mich, wie viele Tiere überhaupt einige von diesen Vollidioten haben. Also entschuldigt für den Ton heute bitte, aber ich bin wirklich sauer. Und wenn jemand denkt, er kann mir Drohnen machen und tun, der kann mir gerne, ich bin keine versteckte Person. Ich habe keine Fake-Profile. Ich habe öffentliche Profile. Ich bin eine öffentliche Person. Meine Geschäfte, jeder weiß, wo die sind. Da halte ich mich auch die meiste Zeit auf. Oder zu Hause oder hier am Video drehen. Und jeder, der denkt, der kann mir drohen oder kann mir was antun, bitteschön. Ich bin jederzeit erreichbar. Nur mal nebenbei, ne? Ich sag's so, ne? Ganzen unverschämten, frechen Vollidioten. Auf Deutsch gesagt. Ne, und dann fragt man noch, was ist dein Problem? Kennst du mich? Und naja, auf jeden Fall hat man jetzt hier auch wieder Hunde gesehen. Ich habe neben der Polizei die Verstecke der Hunde öffentlich gemacht, ne? An alle gestörten, kranken, asozialen Hartz-IV-Empfänger, die sich ganz wichtig fühlen dort in Deutschland hier per Tastatur. Da kommt noch ein Hund, ich mache auch seinen Platz öffentlich vor der Polizei. Wie gesagt, jeder, der ab jetzt irgendwas schreibt, wird sofort blockiert, da wird nicht mehr viel diskutiert, nicht mehr irgendwas geschrieben, nicht mehr geantwortet, wird direkt rausgeschmissen. Hier, vor der Gendarme, vor der Polizei, ich habe den Platz öffentlich gemacht, schaut mal hier, seht ihr das? Ich mache hier einen Platz eines Hundes öffentlich, vor einem türkischen Restaurant, schaut mal, seht ihr das? Seht ihr das? Ich habe hier vor einem türkischen Restaurant, vor der Polizei, vor türkischen Bürgern
ein Versteck eines Hundes öffentlich gemacht. An alle Geisteskranken, die sowas denken. Jetzt wird es wirklich schneller dunkel als erwartet. Jetzt haben wir hier 6 Hunde in einem Umkreis von 300 Metern gesehen, direkt vor der Gendarma. Schaut mal. Schaut mal, ich habe den Platz der Hunde vor der Gendarma öffentlich gemacht. Die Gendarma hat sie bestimmt übersehen. Die wollen sie noch einfangen, bestimmt. Das habe ich sie hier per Live-Video öffentlich gemacht. Seht ihr das? Vor der Gendarma habe ich hier 6 Hunde öffentlich gemacht, ne? Und bei mir beim Laden waren auch schon 5 Hunde heute, aber die habe ich jetzt alle verraten per Videos. Nur mal nebenbei. Die habe ich jetzt alle öffentlich gemacht vor der Polizei, die Gendarme. So blöd sind einige und denken das. Ja, und wir haben einen malerischen Sonnenuntergang. Deswegen haben wir hier gerade auch so viele Menschen. Und da hinten sieht man immer noch Leute im Wasser. Schaut mal. Ja, und dann alle, die sich jetzt hier auch mir halten und sagen, das ist nicht wert und so. Also diese ganzen Bilder unter meinen Beiträgen gehen mir auf die Nerven mit dem Tötung, stoppt Animal-Tötung in Türkei oder wie die da schreiben, Türkei boykottieren und Vorsicht und die Hunde werden gejagt, es gibt Hundefänger, es gibt Katzenfänger, es gibt Töter, also da denkt man wirklich, dann ist reicht, denkt man, jetzt ist mal Schluss hier. Deswegen noch hier gerade. Oder wenn man jetzt in Çolak'le letztens gezeigt hat, wo, wie es gut ist in Hunden da geht, seit Jahren, neben dem Alhambra Hotel. Ne? Neben dem Alhambra Hotel. Die sind seit Jahren, dort sieht man Hunde. Und dann hätte man sehen sollen, wie ich beleidigt wurde, wie ich dort in anderen Gruppen als Hundemörder, als Schauspieler dargestellt werde und wie ich hier die Leute nur zeigen will, die Verstecke der Hunde zeigen will. Ich sag mal, geht's doch? Sag mal, sind die wirklich krank oder gestört oder behindert oder was sind da einige Menschen? Oder haben überhaupt die Leute ein IQ, denke ich manchmal. Ne? Und dann wird man noch mit Privatmessage bombardiert und das Profil wird geteilt und dass man das Versteck der Hunde zeigt. Ich habe jetzt hier das Versteck der Hunde vor der Polizei gezeigt. An alle dieser Vollidioten, die hier das mitschauen. Und die eine Kranke hat wirklich 36 Profile bei Facebook. Diese Martina, Tina, Tina Hi, Martina Moser, Tina Moser und wie die Kranke heißt. Und das alles dazu bringt, dass die Leute das glauben. Na, also irgendwann ist nochmal Schluss. Jetzt wird es aber wirklich schnell dunkel. Ja, und wer jetzt demnächst kommen sollte, wie gesagt, man sollte für den Abend etwas mitbringen. Es ist schon frisch am Abend. Das ist hier der Blick in Richtung Side. Weit ist Side von hier nicht. Das ist hier der Blick in Richtung Kumpel. Und in die Richtung werden wir auch gehen. Und hier sieht man auch
Katzen. Und hier ist die Polizei, schaut mal, hier ist die Gendarmerie. Hier, genau hier, seht ihr das? Hier ist die Gendarmerie. Und hier haben wir gerade 6 Hunde gesehen insgesamt. Nur mal nebenbei. Das wird jetzt aber auch wirklich schnell dunkel. Ja, das war auch ein sehr toller Anblick heute. Und wir müssen dann leider hier den Strand wieder verlassen, denn es wird allmählich dunkel. Und schaut mal, wie voll es hier noch ist. An alle, die nicht kommen, es ist immer noch sehr voll vor Ort und es wird noch voll bleiben. Hier sind die ganzen türkischen Gäste, die sich hier am Wochenende aufhalten, die hier Picknick machen auf der großen Wiese. Hier ist auch der einzige Platz, wo es öffentliche Duschen und WCs gibt auf der ganzen Promenade und auch Bankautomaten, aber wie gesagt, das ist hier der beliebteste Bereich von der Promenade. Jetzt ist es wirklich schnell dunkel. Ja, und dann alle, die neu dazugekommen sind. Wir haben hier gerade einige Hunde gesehen, direkt bei der Polizei, am Taxistand und bei vielen einheimischen Menschen jetzt am Sonntag. Das ist auch der Grund, dass das Video heute hier noch, auch wenn es kurz war, stattgefunden hat, um den Leuten zu zeigen, wie friedlich die Hunde hier leben. Auf der Hauptstraße hatte ich auch Hunde gesehen. Und dann alle Kranken nochmal. Schaut mal, da ist die Polizei neben dem Nerton Hotel. Und da sieht man 2 Streunerhunde. Seht ihr das? Neben der Polizei. Bei so vielen Türken habe ich jetzt den Platz verraten der Hunde. Seht ihr das? An alle Vollidioten, an alle Menschen ohne IQ, die denken, dass die Hunde hier gejagt werden und gefoltert und umgebracht werden bei uns. Schaut mal, da hinten ist noch einer, die laufen auch gerade in die Richtung. Da hinten sind sogar noch 2, seht ihr das? Dort ganz hinten. Da sind immer noch 2. Also haben wir hier jetzt 4 Hunde gesehen. Und da gibt es sogar eine Person, die sie füttert. Seht ihr das? Da gibt es eine Person, die sie auch füttert, ne? Vom Piercing. Oder Tattoo-Studio, seht ihr das? Da ist auch eine Frau, die sie füttert, seht ihr? Also die Hunde werden nicht verjagt, die werden nicht vertrieben. Die werden sogar gefüttert hier von den Menschen. An alle, die das denken. Und gleich die Gendarmerie ist von hier 20 Meter entfernt. Genau 20 Meter von hier. Ne? Nur mal nebenbei, wie es hier den Hunden geht. Bei uns in Side. Hier neben der Polizei, ne?
Ja, und dann haben wir uns heute mal noch ein bisschen was kurz nach dem Sonnenuntergang angeschaut hier in Side. Also es war heute vielleicht ein bisschen streng der Ton, aber wie gesagt, das musste auch mal rauskommen, weil es war wirklich unmögliche Message, es waren unmögliche Kommentare, die ich da bekommen hatte. Mein Profil wurde von einigen Vollidioten geisteskranken geteilt und dass ich hier den Platz der Hunde öffentlich mache, ne? Obwohl ich hier heute, deswegen bin ich auch heute hier bei der Gendarme, wo die Polizei ist und wo man hier sehen kann, wie die ganzen Hunde hier in Frieden leben und dass es ihnen auch ganz gut geht. Und das werden wir uns öfter zeigen, wie gut es hier den Hunden geht. Ich kenne hier das Tierheim, ich kenne hier die Gendarme, ich kenne die Zivilpolizei, ich kenne die Polizei, ich kenne das Ordnungsamt und hier werden keine Hunde eingefangen, umgebracht oder irgendwie was mit denen gemacht. Ne? Also die Hunde haben hier ganz normal ihr Leben und das wird auch hier so weitergehen, weil die Gemeinde Manavgat unterstützt das neue Gesetz nicht, unterstützt nicht, dass die Hunde eingefangen werden in den Tierheime gebracht werden sollen. Das unterstützt die Gemeinde von Manavgat definitiv nicht. Von daher, wer also sowas denkt oder sowas glaubt, den könnt ihr demnächst selber angreifen oder sagen, wir sollen das sein lassen, dass sowas gegen hier vor Ort gehetzt wird. Denn das stimmt gar nicht, dass hier die Hunde gejagt werden. Ihr habt es selber gesehen. Ich war hier gerade in einem Umkreis von 300 Metern und wir haben gesehen, wie gut es hier den Hunden auch geht. Ne? Das wollte ich auch nochmal euch gezeigt haben. Unter türkischen Bürgern hier am Sonntag, am beliebtesten Standabschnitt vor der Gendarme, also vor der Militärpolizei oder auch hier im Allgemeinen an der beliebtesten Stelle von Side am Strand, dass alle gesehen haben, dass es hier den Hunden gut geht. Ne? So, es war wie gesagt ein kurzes Video, aber ich musste das auch mal hier gezeigt haben. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.